Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und ich muss ganz kurz noch was sagen. Erstmal vielen, 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 vielen Dank für die ganzen Vorschläge. Ich muss noch ein paar bearbeiten, es kann noch ein bisschen dauern, also seid mir bitte nicht böse, dass eure Vorschläge, naja, vielleicht erst in 2 Tagen kommen. Und was mir auch aufgefallen ist, und da möchte ich mich auch nochmal entschuldigen, dass ich manchmal auf euren Namen klicke, oder besser gesagt auf eure Nachricht, und ich euch nicht antworte. Seid mir da bitte, 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 bitte nicht böse. Das kann sein, dass ich gerade nebenbei mit jemandem telefoniere oder nebenbei noch was hier zu Hause mache. Dann schreibt mir bitte nochmal, denn ich bin eigentlich jetzt mega faul, deshalb mache ich das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ihr vertraut mir, ihr glaubt mir, weil ich müsste sonst alle Namen, das möchte ich nicht, sonst müsste ich jeden fragen, darf ich deinen Namen kurz zeigen? Der, ich habe 29 Anfragen und Chats habe ich gerade, also ich fange jetzt mal an runter zu scrollen. So, also ich müsste das jetzt nachzählen, aber es sind glaube Pi mal Daumen 70 Chats oder so, 70, 80 Chats. Und ja, seid mir dann nicht böse, wenn eure Reaction einfach ein bisschen später kommt. Oder bitte, bitte schreibt mir einfach nochmal, wenn ihr seht, okay, er hat meine Nachricht gesehen, aber er antwortet mir nicht. Dann kann es sein, dass irgendwas zwischendurch außersehen passiert ist. Keine Ahnung, mich hat jemand angerufen, Kollege, Arbeitskollege oder irgendjemand anders hat mich angerufen oder. Also, jetzt geht's aber los mit der Reaction und vielen, vielen Dank auch für die ganzen Beichten. Es wird diesen Sonntag wieder eine Beichtfolge kommen. Liebe. Sonntagmorgen, 10 Uhr. Udo, der alte Einwegschlüpfer, hat den Sportplatz gesperrt. Erstens wegen den neuen Corona-Vorschriften und weil hier gepflastert wird. Was mich allerdings wundert, warum Udo sonntagmorgens hier ist. Udo! 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 Was machst du denn Sonntagmorgen hier? Der ist übelst gut drauf. Ich verstehe dich nicht, das Halten. Ich auch nicht. Schreien und heilen. Ich hau dich gleich bei einem Kopf, dann halt deinen Backer. Was machst du hier Sonntagmorgen? Ich mach Grundreinigung. Zu blöd, aber das ist Corona, die Saison ist beendet. Ja, aber du musst doch nicht Sonntagmorgens hier die Kabinen sauber schrubben. Ja, wann denn sonst? In der Woche seid ihr jeden Tag hier mit mir zu nerven. Und dann stehst du hier Sonntagmorgens im Konfirmandenanzug und wischst die Kabinen, oder was? Ich prügel dich gleich in die Vergangenheit zurück. Da kannst du deinen Konfirmationsanzug wieder anziehen. Ich hab mal auf den Parkplatz geguckt. Nee, wieso? Da steht mein Auto noch. Aber ich finde das geil, wie der einfach mal jetzt weiter schreit. Grüße gehen raus an meinen Arbeitskollegen. Der guckt übrigens auch meine Videos, also Grüße gehen raus. Hab so einen, der ist übelst geil drauf. Du stehst wirklich, also habe ich ja schon mal erzählt, neben ihm. Und der so, hey, wie geht's dir? Und was machst du heute noch so Schönes nach der Arbeit? Ne? Und dann, hey, red mal ein bisschen. Also wirklich, alle. Wir haben ein gigantisches Firmengelände, ne? Aber wirklich jeder hört ihn. Der hat so, und ich denke immer, ich habe ein lautes Organ, aber der ist selbst die auf dem Mars hören den noch. Wo steht dein Auto? Hab ich nicht. Mein Auto steht hier vorne, das habe ich da gestern abgestellt. Was haben wir denn gestern hier gemacht? Gepflastert! Ah, und was haben wir dabei gemacht? Ja, wie ein kleiner Umdruck. Hast du auch so lange hier, oder? Ja, natürlich. Du bist doch weggefahren! Und ich bin wiedergekommen. Aha. Der Auto kannst du jetzt nicht mehr rausfahren. Ist ja abgesperrt. Natürlich fahre ich das Auto hier raus. Bist du blöd oder was? Dann darfst du nicht mehr durch. Wir haben gerade vom Vorstand gekriegt, ist alles abgesperrt. Hier darf kein Auto. Ach so, und jetzt darf ich wie lange mein Auto nicht benutzen, bis ihr hier mal fertig seid? Ja, da hast du Pech gehabt. Hast du Pech. Weil du willkürlich Paletten am Eingang stellst. Ich habe den Auftrag gekriegt vom Vorstand und ich erfülle den Auftrag nur und dann bleibt das da stehen. Und du kommst nicht runter. Und es ist Corona und in die Anlage. Es bleibt alles so, wie es ist. Hier wird sich nichts verändern. Ich mag die zwei, die sind übelst cool. Doch für Zuschauer gesperrt, das weißt du auch. Und dann stellst du da ein paar Paletten hin. Ja, da kommt jetzt so ein Schild drauf ja. Und dann ist das gut. Ich frag mich dennoch, wieso du hier Sonntagmorgens sitzt und die wirklich... So, jetzt pass mal auf, in aller Ruhe und Förmlichkeit. Ich habe sonntags morgens gedacht,
hier bist du alleine, also putz hinter dich. Hab mir mein Bienchen dann abgesprungen, ich gebe 2 Stunden, lass das schön einwirken und wir tauchen wieder auf. Kettwiesel! Geiles Outfit, aber wieso hast du deine Gummistiefel nicht an? Die hat sie mir geklaut! Du stehst direkt vor mir, du musst nicht immer schreien. Aber die hilft ja nichts anderes mehr. Man muss ja lauter reden bei dir. Weil du dann wieder, wenn ich ein bisschen... Stopp! Halt ihm so inne. Nee, ich war aber... Oh, nee, keine Liane, ich war beim Friseur. Warte, mach eben, dreh dich ihm um. Ja, warte. Dann nur da, ich muss alles immer... Habe ich ja mal erzählt, ne? Ich glaube, in der 8. Klasse war das. So geil. Der hat die ganze Zeit logischerweise durch die Nase geatmet. Und da hatte hier dann so eine Rotzeblase, die wurde immer größer. Und er hat das nie gemerkt. Oh, das war so eklig. Immer beim Atmen. Also beim Ausatmen. Mein Einatmen wieder rein und mein Ausatmen wieder übelst groß. Das war so eklig. Ich wollte schon mit der Nadel so... Ja, du hast einen riesen Okolytenpopel in der Nase. Soll ich wegdrehen? Ja. Was willst du mit der Kamera in meiner Nase? Du grenzt an Körperverletzung, wenn da so ein riesen Okolyt rauskommt. Ja, dann hab ich nicht angelächelt, der Popel, den sind zu Beine gewachsen. Sei froh, dass dem Popel da keine Arme gewachsen ist, denn er hätte dich gewürgt, bis du lachst. Komm da nicht drüber, Sonntagmorgen. Ich möchte noch einmal in Ruhe. Aber warum? Weil ich jetzt einmal in Ruhe habe. Aber warum machst du das? Warum? Wasserflecken und so, das muss alles von den Fliesen runter. Jetzt habe ich so ein scharfes Zeug geholt und jetzt will ich das einwirken lassen. Ich kann ja. Also wenn er scharfes Zeug geholt hat, ne, also wirklich extrem scharfes Zeug hier, um Flecken wegzumachen, da würde ich vielleicht mal mit dem UV-Licht gucken wollen, nicht... dass da am Sonntag ganz alleine, vielleicht hat er da einen Ehestreit gehabt, ne? Kann ja mal passieren, ne? Ganz normal, ganz legitim, passiert in jeder guten Ehe. Und der Ehemann hat aus Versehen gesehen, oh, neben mir, wo kommt denn der her? Hier liegt ein Baseballschläger. Bumm! Ich weiß nicht, ich würde da nochmal gucken gehen, ne? Also, ich... bin mir nicht so ganz sicher, ob das nur Wasserflecken da sind. Es können natürlich auch Spermaflecken sein. Ne? Vielleicht hat er erst Bumm gemacht und dann mit der Ehefrau, was ihr jetzt denkt hier von wegen vergewaltigt oder sowas, sondern die war dann ganz normal. Und vielleicht hatten die dann nach Versöhnungsex. Das kann natürlich auch sein. Wie schon gesagt, ich würde dann nochmal nachgucken. Das könnte auch ein Tatort sein. Aber nicht einmal in Ruhe arbeiten. Du musst nicht die ganze Zeit schreien. Ja, ich kann aber trotzdem nicht einmal... Warum schreist du die ganze Zeit? Weil ich wieder aufgeladen bin. Man sitzt hier sonntags morgens in aller Ruhe, man ist fröhlich drauf und dann kommst du... Oh nee, das ist mal ein Scheiß. Wenn du denn ich hab mein Auto hier stehen lassen. Ja, aber dann kannst du einen Namen wieder holen, dann bin ich nicht mehr da. Wie ruhig. Bin immer noch so von dem Popel beeindruckt. Ey, oh, jetzt hör auf, lass wie uns... Wie heißen diese Tiere noch, die im Meer sich immer... zwischen den Steinen verstecken. Krebse. Diese Schlangen. Hey. Weiß ich denn? Ich bin doch kein Meeresforscher. Diese komischen Wasserwurzeln. Diese hier immer mit den scharfen Zähnen. Die verstecken sich immer zwischen den... Die Krabben, meinst du? Nein! Schlangen mit scharfen Zähnen? Schlangenartig. Verstecken sich doch immer zwischen den Steinen. Okay, ich bin kein Zoologe oder wie das heißt. Morene? Nee. Wie heißt das noch? Google das eben. Was soll ich denn sagen? Schlangenartige Fische oder wie? Schlangenartige Schlange. Meerestier oder so. Schlangenartiges Meerestier. Meint der Aal? Nee. Ich stelle mir das gerade vor, wie er das erklärt hat. Irgendwie so ein Meerestier, was aussieht wie eine Schlange. Ich habe da, glaube ich, einfach ein falsches Bild, deshalb komme ich selber nicht drauf. So mit solchen Zähnen, weißt du, mit solchen übelst gigantischen Vampirzähnen. Aber ich habe halt zu viel Fantasie. Steinfisch! Nein, das ist kein Steinfisch. Seeschlange! Auch nicht. Blauer Okotopus! Was? Blauer Okotopus! Was? Blauer Okotopus? Blauer Oktopus! Oktopus!
Oktopus. Nee, das sag ich. Was steht da? Blauer Oktopus. Oktopuso. Was hast du jetzt denn? Udo, das kann man wirklich nicht empfehlen. Was steht da? Blauer Oktopus. Oktopus. Liebe Leute, das ist hier wirklich nicht geplant. Warte, ich muss ranzoomen. So, da. Was steht da? Blauer Oktopus. Oktopus. Meinst du das ernst, ne? Ja. Frag mich manchmal selbst, ob du das extra machst. Nee. Ich frag mich wirklich selbst. Denk kurz mal drüber nach. Ich mach das nicht absichtlich. Ich kann nicht. Was steht da? Ich muss das langsam hier. Blauer Oktopus. Oktopus. Ah, das Wort ist ja fast richtig, ne? Oktopus. 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 Udo. Ja. Kennst du ein Tier, was so ähnlich ist? Ja, da will man den langen Kraken. Und wie heißt der? Oktopus. Warte, jetzt langsam. Oktopus. Oktopus. Wie? Oktopus oder wie? Ja, heißt Oktopus. Und jetzt im dann bist du nicht am K stehen, da steht ein C. Bist du blöd oder was? Blauer Oktopus. Ja, dein blauer Oktopus. Oktopus. Mir hat jetzt echt keine Zeit für Meeresforschung. Man muss jetzt den Zusammenhang finden. Ich wollte darauf hinaus. Ja, wegen dein Popel. Dein Popel hat aus der Nase geguckt, wie diese gefährlichen Seeschlangen. Muränen heißen die, glaube ich. Darauf, ach, du meinst die Muränen mit den langen Zehen? Ja, hab ich doch gesagt. Nee, mit den Ja, aber die Muränen, ja gut, schlangenartig, ja. Hab ich nicht gesagt, mit den spitzen Zehen, die zwischen den Steinen. Und aus der Popel in deiner Nase war wie so eine Muräne. Der hat mich angelächelt. Die Muräne, die wird dich gleich skalpieren. Also, ey. Meine Fresse, du kommst. Weißt du, du, was eine Muräne ist? Ja, ich weiß, was eine Muräne ist. Auf jeden Fall hat der Popel da rausgeguckt wie so eine Muräne. Ja, wie so eine Muräne, die dich gleich schnappt. Muräne. Mein Gott, ich will jetzt nicht über eine Tierwelt diskutieren, ich will meine Arbeit machen. Und der Ausgang, der Maurer da gelassen hat, der hat zwei gelassen. Ein hier, ein da. Du brauchst nur 90 Grad und läufst zurück. Mein Gott, man sitzt hier sonntags morgens auf dem Knie und man redet. 90 Grad, Moment. Moment, 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 Moment. Moment. 90 Grad ist ja all an sich falsch. Ne, ja, ne, Mathematik, 90 Grad Winkel, da ist die Tür zum Bad. Wenn er sich jetzt 90 Grad nach links oder nach rechts dreht, ich denke mal, die Tür ist hinter ihm. Ich will ja jetzt nie klug scheißen, ne? Aber es sind ja eigentlich 180 Grad. Oder liege ich jetzt falsch? Nee, ne? Aua. Och, Alter, wieder. Warte mal. Ah, es blutet noch übelst krass. Ja, ich war heute wieder spenden. Sperma, Blut spenden. Zoologe und Tierwelt und Fische und. Hier stinkt das ein bisschen. Ja, ja, sag ich schon das. Leichenflecke. Essenz. Oder? Ja, das ist so intensiv. Wie heißt das? Essig-Inzenz, oder wie das heißt. Inzenz. Das stinkt, Wilke. Das stinkt unwahrscheinlich. Das ist. Wir wollen ja keine Werbung machen. Ja. Halt ihm zu. So, das ist Cheer-Essig-Inzenz. Und was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Erzähl den Zuschauern noch wenigstens eben, was du hier machst. Also, liebe Zuschauer, ich bereite. Das fand ich bei meiner Oma damals immer sehr lustig. Die wollte dann irgendwann, die konnte fließend Russisch. Hatte in Russisch dann irgendwie so eine übelste Männerstimme. Aber die wollte auch irgendwann so ein bisschen Englisch lernen. Ne, gerade wo sie auch ihr iPhone hatte. Ein paar Programme waren auf Englisch und da waren halt so ein paar einfache Wörter. Habe ich immer so gesagt, wie bitte, was hast du gesagt? Wie bitte, was? Nochmal. Ist eigentlich voll gemein, ich weiß. Es gibt auch so Wörter, da habe ich übelst Probleme. Richtige Probleme. Zum Beispiel,
ein Wort, was ich bis heute noch nicht richtig aussprechen kann, weil ich nie weiß, ob das richtig ist. Ich sag das auch nie, ne? Ich sag dann immer Filmemacher, der Regisseur. Ist das richtig ausgesprochen? Ich weiß es halt immer nicht. Und ich traue mich, weil damals habe ich das komplett falsch, da habe ich Regisseur irgendwie gesagt, das war komplett falsch. Da haben alle immer gelacht und dann habe ich das irgendwie komplett sein gelassen. Und kennt ihr das, wenn man dann irgendwie im Kopf versucht, das Wort zu lernen oder wenn man alleine ist, dann die ganze Zeit das Wort sagt, Regisseur. Und jetzt traue ich mich, das Wort nie wieder zu sagen. Und wenn ich mal mit jemandem im Kino bin, ne, und einen Film von Spielberg kommt, ne, von den lieben Steven oder ne, von irgendjemandem, dann sage ich immer, oh, der, ich mag den Filmemacher. Ich mag den Filmemacher. Ich habe gerade die Fläche für den Schlittschuhlaufen vor, weil hier findet heute die Olympischen Spiele in Stenfelde statt. Du weißt es, ich habe es dir gesagt. Ich will das sauber machen hier. Aber warum heute? Weil heute Ruhe ist hier, weil ich in aller Ruhe hier arbeiten kann. Merkt man. Weil in der Woche ist hier immer was los. Und wenn du mir sonntags auftauchst, dann ich hier schon wieder am Schreien bin, dann ich schon wieder hochgeladen bin, dann läuft Jesus aus der Kirche, weil er keinen Bock mehr hat. Wünschst du dir jetzt gerade ein Oktopus zu sein? Ja. Oktopus. Da hast du ganz viele Arme, da kannst du schneller bürsten. Dann zeig doch mal, wie du das machst. Wie was soll ich sein? Wie bürst du oder was? Ja. Was sind das denn? Was sind das für komische... Das sind die Wasserflecken, die versuche ich wegzunehmen. Aber warum sind die braun? Wasserflecken, die braun sind, wollte ich gerade sagen. Also, ich würde... warte mal, wer von den beiden ist Udo? Der Kameramann ist, glaube ich, Udo, ne? Glaube, das haben die am Anfang, glaube ich, gesagt. Ich glaube, der Kameramann ist Udo. Und ich würde jetzt einfach mal fragen, wo ist deine Ehefrau? Einfach mal so, wo ist deine... Ja, weil Oktopus, nicht mehr da, hat für 3 Monate jetzt Urlaub genommen. Die kommt erst in 3 Monaten wieder oder hat mich verlassen, hat sich nie wieder gemeldet. Was ich weiß ja nicht. Verursachen braune Flecken. Warum? Wer kennt's nicht? Ja, weiß ich, denn ich bin doch kein Wasserlauf. Bist du sicher, dass man da so viel drauf macht? Ja, das ist stark verschmutzt, das muss jetzt einfressen, das muss einwirken. Und wenn du dich da hinlegst und ich kipp ein bisschen über dich, dann wirkt das auch. Mein Gott, ich hab mir schon den Mund sicher, wenn ich mit dir hier zusammen bin. Yes, boah, der hat die ganze Flasche leer gemacht. Udo! Ja! Bei deinen borstigen ja, Brusthaaren draußen. Ah, nee. Pullover er ist Udo. Und ich reib dich beim Boden. Und Wilke ist der Kameramann. Okay. Soll ich mal so eine dynamische, schöne Aufnahme machen? Wilke, mach das, was du verrätigst, aber lass mich jetzt zu dir. Ja, warte, boah, stinkt das. Ah, ich sehe das gar nicht. Ah, das sollen Fliegen. Jetzt sehe ich das, weil der da jetzt sauber geschrubbt hat. Ich dachte zuerst, es wäre ein brauner Teppich. Also, das sind Fliesen. Spaß. Man kann alles in Szene setzen, ne? Mit Musik. Das muss doch einwirken! Das frisst sich ein! Ohne Scheiß, mit der Musik von gerade eben, ne? Müsste man ein Video drehen, wo er einfach nur auf Toilette geht und Pullout oder euer großes Geschäft macht. Mit der Musik hört sich das aber so mega episch an. Ich weiß nicht wieso, aber wenn man die richtige Musik einspielt, ist alles episch. Alles. Selbst nichts tun ist episch mit geiler Musik. Ich könnte jetzt nichts tun, Musik einspielen. So, ich könnte ja mal eine Stunde Aufnahme machen, wo ich einfach nur da sitze und irgendeine Musik einspiele, die ein bisschen klangvoll ist. Vielleicht so ein bisschen dramatische Musik, ne? Und das würde sich jeder angucken. Jeder! Selbst meine Energy-Dose. Hier massiert sich dann ein. Also ich in den Krisen. Da kann ich über Nacht einwirken und dann kann ich das morgen gleich runter machen. Das ist jahrelang nicht dran gemacht worden. Und jetzt will ich das versuchen runterzukriegen, dass das mal bitte vernünftig aussieht. Und das ist so extrem reingefressen. Jetzt müssen wir das erstmal einwirken lassen. Und dann kann ich das morgen
wegwischen. Und du bist ja der Herr Professor, du weißt das ja wieder, wie man es vielleicht anders lösen kann. Ja, neue Fliesen rein. Ja, das ist ja, wünsche aber auch mal. Rausreißen, neu machen. Das ist wie bei deinem Popel, den hast du auch rausgerissen und der macht sich jetzt gerade neu. Ich popel jetzt. Jetzt hör auf mit dem Popel, das war schon peinlich genug, dass du mit der Linse da reingegangen bist. Das Ding hat da rausgeguckt. Ja, aber da braucht man noch mit der Kamera so nah dran. Der hat sich so abgeseilt. Udo. Ja, Udo. Popel hat... Sag ich ja, selbst den Popel könnte man eigentlich voll in Action setzen, wenn der Popel dann so langsam rauskommt, so Musik von James Bond einspielen. Ja, konnte man gar nicht dran vorbei filmen. Ich fahre nach Hause, ja. Video schneiden. Ja. Heute ist Sonntag, wie spät? 4 nach 10 ja. Oder was? Ich habe keine Uhr. Sorry. Hier ist kein Weg, aber ungefähr 4 nach 10. In dieser Zeit haben wir jetzt dieses Video gedreht. Ja. Jetzt muss ich nach Hause fahren, ja. Dieses Video ja. schneiden. Ja. Was schätzt du, wie lange dauert das? 3 Stunden. Und dann Video hochladen. Was haben wir heute für einen Tag? Sonntag! Na, Datum! 1. 1.11. Ja. So, dann sehen die Zuschauer mal, wie das hier passiert. Ja. Also ich bin ja am Sonntag am Arbeiten. Willst du dich jetzt auf dem Sofa und arbeite davon aus, ne? Ja. So, tschüss. Ja. Soll ich nicht den Abstand machen? Nee, brauchst diesmal nicht. Oh! Das kann dein Popel nämlich. Der hat nämlich auch so lange in deiner Nase gesessen. Seh aber... auf und hau ab den Popel. Geh nach Hause. Ich bin einfach Essig reingekippt. So schalt das Video. Tschüss, liebe Zuschauer. Nehmt den Blues mit. Ich mache eine Verlosung. Ich verlose. Also ich würde Wilke auch raten, ne? Also oder den Zuschauern raten, dass Wilke mitgenommen wird von den Zuschauern, sonst kommen da wieder braune Wasserflecken hin. Und auf einmal ist nur noch Udo da. Das 10 Jahre könnt ihr Wilke ziehen, bei euch aufnehmen. 10 Jahre, da wisst ihr, was ihr da habt. Wirklich, der baut euch das Haus auseinander. Seltsam, krass. Ein Sofa. Schön. Aber jetzt seid mal ehrlich. Alles neu. Seid mal wirklich ehrlich zu euch. Bestimmt unbezahlbar. Haus? Wie seid denn ihr drauf? Lebe dein Zuhause wie nie zuvor. Würdet Möbeln ihr zum günstiger als gedacht Preis. Die Fliesen reinigen und einfach neue Fliesen reinklatschen. Udo! Richtig, reinklatschen. Neue Fliesen kaufen und reinklatschen. Ich bin so schlecht drauf. Alter, ich weiß nicht, wie das heißt. Da bin ich ein Weißer. Weil es besser ist. Ja, keine Zeit für... Udo, wir müssen Neues machen. Oh, Wilke, alles neu. Was musst du sagen? Weiß ich nicht. Outro. Ja, was soll ich denn sagen? Liebe Zuschauer, mir hat keine Zeit für diese Scheiße hier. Ich muss mähen. Aber ich muss mähen. Wenn euch das Video gefallen hat und unsere Kanäle, geht da rauf in YouTube. 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 War doch richtig. Facebook und Instagram. Und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tschüss. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mir die zwei Jungs... Warte mal, kriege ich das Bild noch? Moment. Hier, warte mal, hier ist er schon weg, ne? Ich muss ein gutes Standbild haben. Ja, das... Ah, hier. Ey, ich muss... Oh. Warum mache ich das eigentlich? Ich muss ohne Scheiß sagen, ich finde die zwei Männer richtig, 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 richtig genial. Die sind richtig geil drauf. Ich werde mir definitiv viel mehr Videos angucken von dem zwei. Und ich hoffe, ihr auch. Geht bitte auf den Original-Account. Lasst ein Abo da. Würde mich freuen. Original-Videos wieder ganz oben verlinkt. Und jo. Also die zwei haben es echt verdient, das sind richtig, richtig coole Männers und ja, wir sehen uns, und der Popel vor allen Dingen. Lasst ein Like bei denen, nicht bei mir, sondern bei den zwei ein Like da für den Popel. Schreibt einfach rein, Free, nee, nicht Free Willy, sondern Free Popel. Irgendwann mache ich mal so, wenn ich eine große Community habe, ne? Dann mache ich mal so eine, dann sage ich mal zu den ganzen Leuten, geht mal bitte zu denen und schreibt mal das und das. Irgendwann. Ja, und wir sehen uns definitiv da, die Vakuumsative im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.